Hello Guys, hier mal kurz eine Kurznachricht zum Thema Dollar-Euro-Verhältnis und was das auf Edelmetallpreise für eine Auswirkung haben könnte in den nächsten Monaten und Wochen. Und hier mal ganz kurz eine ganz kleine Sequenz meines verehrten Kollegen Markus Koch. Diese Grafik hier von Nautilus Research, hier sehen wir sehr schön mal die Zyklen beim Euro-US-Dollar. Ja, vielleicht kriegen wir hier eine positive Überraschung. Der Euro wird gegenüber dem US-Dollar überraschend stark in den nächsten Monaten werden. Man darf nicht vergessen, die Federal Reserve weitet die Bilanz schneller aus als die EZB. Und vor allen Dingen hat die EZB schneller agiert als im Umfeld der Finanzkrise. Und wir sehen zunehmend pro-Wachstum Fiskalpolitik in Europa. Auch das ein ganz gutes Zeichen. Und man darf nicht vergessen, wenn Europa tatsächlich gemeinsam Schulden ausgeben sollten, weil dann hat auf einmal diese Währung eine Fiskalunion. Und auch das wäre bullish für den Euro. Vielleicht mal eine ganz interessante Entwicklung. Ja, durchaus interessant. Und jetzt gehen wir noch mal, springen wir noch mal ganz kurz auf einen meiner Edelmetallhändler und auf die Anlagemünzen. Und siehe da, wir sind hier unter 20 Euro gefallen mit Ankauf-Verkauf. Oh, jetzt sind sie wieder ausverkauft. Ankauf-Verkauf von weniger als 1,50. Und wir erinnern uns, gerade mal vor einem Monat oder 6 Wochen, ich kann mich gar nicht genau erinnern, die Zeit vergeht so schnell, war es noch so, dass wir hier noch einen Aufschlag hatten von, ich glaube, 3 bis 4 Mal so viel. Also knapp 5 bis zu 5 € Aufschlag zusätzlich zu dem normalen Spread oder halt sozusagen Ankauf-Verkauf-Unterschied, ne, wo also quasi die Händler auch noch was von verdienen. Und warum war das so? Weil alle hingehechtet sind und wollten jetzt schnell Silber kaufen. Ne? Also ich habe damals schon gesagt, Leute, haltet die Füße still, das Ding wird auch wieder besser, also dieser Ankauf-Verkauf-Unterschied. Und siehe da, wir sind unter 20 € gefallen. Ich zeige euch noch gleich nochmal, also hier ist es gerade ausverkauft. Es ist wirklich, ich habe heute Morgen ein paar bestellt und jetzt wieder ausverkauft. Silber Corner. Auch hier um die Ecke, also mehr oder weniger um die Ecke bei in Nürnberg sind die da irgendwo. Und hier gibt es es auch, ne? Also immer noch, die sind sehr gut mit der Prägestelle von der, also hier sogar ein bisschen, aber auf jeden Fall, so 1,50 Unterschiede. Auf jeden Fall, okay. Und hier, die hier, bei dem, die haben auch eine Lagerstätte in Erding, ja, also sehr empfehlenswert. Ja, also nur mal so viel dazu, eine Kurznachricht, in Kombination mit dem, was gerade mein verehrter Kollege Markus Koch gesagt hat. Ein großer Fan von ihm, ja, nebenbei, sonst würde ich ihn hier nicht bringen. Zumindest größtenteils. Ab und zu bin ich noch auch kritisch, ne? Darf man auch sein. Auf jeden Fall im Zusammenhang damit, wenn der Euro, jetzt ist so eine Frage an meine Community, wenn der Euro tatsächlich wesentlich vom Level her steigen würde, ja, also stärker werden würde, also in den letzten Monaten und Jahren ist er sehr stark abgeschwächt, wie würde sich das dann von unserer Seite aus, also quasi von der deutschen, europäischen Euro-Seite aus, auf die Edelmetallpreise auswirken, hier bei unseren Edelmetallhändlern? Würden diese eher steigen oder eher weiter fallen, wenn jetzt der Euro stärker wird? Ja, stärker wird. Das heißt, Euro wird stärker, du bekommst letztendlich mehr für den Euro, den du hast, im Gegensatz zu Dollar. Ja, und Goldpreis ist nochmal irgendwie ein bisschen so an Dollar gekoppelt, mehr oder weniger. Und von daher soll das jetzt eine Frage an meine Community sein und die könnt ihr mir gerne hier unten in den Kommentaren beantworten und dann können wir das Ganze mal diskutieren. Bis dahin, euer Thomas Klein und ciao. Jesus Christ, Guys. Ich habe das jetzt gerade erst gesehen. Die haben ja letztendlich ihr Portfolio komplett ausgebaut bei FXCM. Die haben jetzt hier Aktien-CFDs drin. Also nach wie vor diese ganze
Forex-Scheiße, hätte ich schon beinahe gesagt, ja, wo so gut wie kein privater Trader jemals hier irgendwelches Geld verdient. Exoten, ja, klar, noch besser, ja. Das verstehen nicht mal die Profis. Hier jetzt Index CFDs. Achso, das haben wir schon. Aber hier Rohstoffe, eine ganze Menge Rohstoffe. Wheat, also Korn, obwohl ich spekuliere nicht so gerne auf Korn. Gas und Soja und hier Aktien, krass. Cannabis kann man sogar irgendwie traden. Chinese Technology. Interessant. Also hier kann man dann schön fleißig Tesla shorten. Ja, viel Glück damit.